Hallo und guten Morgen, Mahlzeit, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil meiner Tutorialreihe WPF Lernen. Heute geht's wieder um Dependency Properties, allerdings in einem etwas praxisnaheren Beispiel als das letzte Mal. Heute werden wir Dependency Properties in ein User Control implementieren. Das wird schon häufiger benötigt, weil es einfach richtig praktisch ist, um User Controls wiederverwendbar gestalten zu können. Wir machen das anhand eines Beispiels, das gehe ich gleich durch. Wir werden eben Dependency Properties in dieses User Control implementieren, um das User Control von außen steuern zu können. Und dann binden wir an diese Properties. Wir fangen gleich direkt an. Und zwar habe ich hier ein User Control erstellt, das heißt Show or Edit Person Control. Ziel dieses Controls ist es, einfach Personendaten darzustellen und auf diese Personendaten binden zu können. Angenommen, wir haben jetzt eine Personenklasse, die besitzt zwei Eigenschaften, First Name und Last Name zum Beispiel, und an diese wollen wir binden. Jetzt sagt der ein oder andere, okay, ja, ich kann ja hier vom Main Window aus, kann ich ja hier den Datenkontext auf das Person-Objekt setzen, ja, und hier in den zwei Textboxen kann ich dann First Name und Last Name binden und dann habe ich eigentlich das Gleiche erreicht. Ja, richtig, aber die Eigenschaften der Klasse müssen dann immer First Name oder Last Name heißen. Es ist nicht wiederverwendbar. Habe ich jetzt eine andere Klasse, da habe ich Name 1, Name 2 vielleicht oder Company Name und Company Name 2, dann kann ich schon nicht mehr darauf binden und muss das User Control abändern. Das wollen wir nicht. Weiters möchte ich implementieren, dass wir einen Editiermodus haben. Und wenn das User Control nicht im Editiermodus ist, soll die Textbox hier, also beide Textboxen, grau werden und read-only werden. Hierfür habe ich einen Style definiert, der einfach sagt, okay, wenn read-only auf true ist, wird der Background light gray. Das kann ich euch hier auch zeigen. Ist read-only true, dann wird hier der Background light, also grau. Das wollen wir natürlich dynamisch haben und von außen steuerbar. Gut. Wir werden auch gleich hineingehen in die Code behind unseres User Controls. Dort müssen wir nämlich die User, also die Dependency Properties definieren. Die Code behind ist leer. Wir haben letztes Mal schon gelernt, dass es ein Snippet gibt für Visual Studio, WPFDP für Dependency Property. Mit diesem Snippet können wir einfach ein Grundkonstrukt erstellen von einer Dependency Property. DP mit Tab aktivieren wir das Ganze und als erstes implementieren wir unser Is im Editiermodus Property. Ich nenne es einfach Is in Edit Mode. Und das ist vom Typ Boolean. Als Typ geben wir hier jetzt unseren Klassennamen an. Show noch. Ja, kopiere ich sie mal rein. IntelliSense hat irgendwie was. Warum auch immer. Gut, und als Default-Wert nehmen wir hier jetzt False, dass es eben nicht im Editiermodus ist. Hier casten wir noch. Und dann ist unser erstes Dependency Property schon mal fertig. Wir gehen jetzt gleich direkt über und binden dieses Property. Das kann ich jetzt im User Control hier eigentlich machen, indem ich sage, okay, is read only, binde ich auf is in edit mode. Ja. So heißt unser Dependency Property, is in edit mode, und an das habe ich auch gebunden. Hier. Genau. Jetzt kann ich das bei der zweiten Textbox auch machen und bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften. Oder ich mache es hier oben in dem Style, den ich angelegt habe.
und mache das hier im Setter. Das ist ein wenig angenehmer. Dann muss ich es nicht für jede einzelne Textbox machen. Gut, soweit haben wir das jetzt mal implementiert, aber wir haben die Bindung noch nicht richtig hergestellt, denn wir haben zwar jetzt das gebunden, aber in der Code Behind ist ja jetzt noch kein Datenkontext gesetzt. Das möchten wir irgendwie auch nicht, weil wir möchten dann von außen ja auch den Datenkontext setzen können. Wir möchten nur für diese eine Bindung hier, möchten wir den Datenkontext gesetzt haben. Und das können wir auch mit diversen Binding-Hilfsmitteln. Also wenn wir hier jetzt, das mache ich meistens dann über den Designer, weil es darum einiges einfacher ist. Ich gebe hier ein Read-Only und dann nehme ich den Assistenten und sage hier Find Ancestor und sage hier unser User Control, also der Typ unseres User Controls. Und hier gibt es dann das Control is in Edit Mode, jetzt noch nicht, weil wir noch nicht kompiliert haben. Das machen wir jetzt mal. So, wenn wir jetzt den Assistenten wieder aufmachen, dann sehen wir hier, dass es das Property is in Edit Mode gibt. Das ist ein Dependency Property, können wir direkt hier im Designer verwenden. Der Designer kennt dieses Property. Aber erst, wenn einmal kompiliert wurde. Wir sehen, hier wird uns eine Relative Source mit Find Ancestor generiert. Das macht der Designer ganz gut. Das passt uns auch. Und dieses Binding kopieren wir nun nach oben. Dann müssen wir das nicht selbst schreiben. Und hier können wir es wieder rausnehmen. Jetzt ist das für beide Textboxen erledigt, weil wir es im Style hinterlegt haben. Gut. Wir könnten das jetzt von außen auch schon probieren, wenn wir einmal hier jetzt kompilieren. Und dann haben wir hier nun ist in Edit Mode auch zur Verfügung. Inklusive IntelliSense. Wenn wir jetzt sagen, es ist nicht im Editiermodus, dann verhält es sich so. Und wenn es im Editiermodus ist, verwendet es sich so. Das ist jetzt genau andersrum, verkehrt rum. Weil wir möchten ja, wenn es im Editiermodus ist, dass die Textboxen nicht read-only sind. Also müssen wir das irgendwie umkehren. Nur, okay, die einfachste Möglichkeit wäre jetzt, das Property umzubenennen. Zum Beispiel is not in edit mode. Das ginge ja auch, aber unschön. Wir haben ja schon in einem früheren Kapitel, welches war es nochmal hier, Konverter, 2144, haben wir über Konverter gelernt. Und so einen Konverter implementieren wir jetzt schnell, weil wir haben ja gelernt, dass das irrsinnig schnell geht. Und da sagen wir jetzt Boolean Reverse Konverter und kehren diesen Boolean Wert um. Ich vergrößere euch den Code hier ein wenig, damit ihr mitsehen könnt. Genau, so, vielleicht ein bisschen zu groß. Und hier wollen wir den Wert nun umkehren und sagen, return not genau, und dasselbe machen wir dann für die andere Richtung auch noch. Und dann wird der Boolean-Wert schon umgekehrt und alles ist gut. Okay. Das möchten wir jetzt hier in den XAML hineinbekommen. Und hierfür müssen wir zuerst unseren Konverter hier in die Ressourcen definieren. Und der hieß jetzt Boolean Reverse Converter. Und der bekommt einen Key. So, und nun können wir ihn hier beim Binding verwenden.
So. Konverter. Und das ist unsere statische Ressource. Soweit so gut, haben wir das mal erledigt. Und wenn wir nun in unserer Main Window nachsehen und wir sagen, wir sehen hier jetzt ein Dreieck, das bedeutet, dass sich das User Control geändert hat und damit der Designer das von außen im Main Window übernehmen kann, müssen wir einmal kompilieren. Wenn wir jetzt sehen, jetzt sind wir im Edit Mode, die Textboxen sind weiß. Wenn wir das nun auf False setzen, dann sind sie grau. Wir haben jetzt genau das Verhalten, das wir haben möchten. Okay. Wir haben unser erstes Dependency Property implementiert. Wir haben es außen in unserem User Control zur Verfügung und haben innerhalb des User Controls darauf gebunden. Wunderbar. Alles, wie es sein soll. Wir haben eine super Verwendung gefunden für Dependency Properties, was so extrem genial zu binden ist. Jetzt habe ich hier oben noch eine Checkbox, einfach um euch zu demonstrieren, dass dieses Property nun auch bindable ist. Für das binde ich jetzt an die Checkbox an das isCheckedProperty. Ganz einfach. Binding Element Name, mein CheckEdit Mode. Und der Path ist checked. Und wenn wir das Ganze nun starten, so, dann sehen wir, okay, wir sind nicht im Editiermodus, ich kann hier nicht hineinschreiben, aber ich kann markieren, das ist genau unser gewünschtes Ziel, und kann hier den Edit Mode ein- und ausschalten. Wunderbar, das funktioniert also. Okay. Was wir jetzt noch machen möchten, ist diese fixen Werte mit meinem Namen hier zu ersetzen gegen zwei Properties, einmal First Name und einmal Last Name als Dependency Property. Und darauf, damit man eben dann binden kann an eine Person-Klasse. Gut, das machen wir auch gleich mal. Dafür gehen wir wieder in die Code Behind des User Controls. Und erstellen zwei Properties. Einmal First Name und einmal Last Name. So. Hier casten wir einmal. String ist richtig als Datentyp und Default Value lassen wir hier einfach auf Nothing. Das ist schon in Ordnung so. Und wir geben jetzt wieder den Typ an. Gut. Wunderbar. Wir haben zwei Properties, einmal First Name, einmal Last Name. Und diese binden wir nun auf diese zwei Textboxen von uns, indem wir hier sagen Binding und wir werden uns jetzt das von oben kopieren mit Find Ancestor und werden dann einfach nur den Pfad für die Bindung ersetzen. Einmal auf First Name und einmal auf Last Name. Wunderbar. Und wenn wir das Ganze nun erstellen und uns das im Main Window ansehen, bekommen wir eine Null Reference Exception. Okay. Boolean Reverse Converter Convert. Okay. Wir haben eine Null Reference Exception, weil anscheinend der Boolean Wert nicht richtig gebunden werden konnte. Das heißt, wir gehen in unseren Converter und geben hier noch hinein, if value is nothing, then return false. Gut, schauen wir mal, ob wir jetzt wieder safe sind. Ja, wir haben hier falsch gebunden.
Obwohl wir hier Last nehmen. Ah, wir haben hier den Konverter drinnen, deshalb. So. Und einen Typo habe ich hier auch noch. Gerade gesehen. Ja. Kleiner Fehler von mir. Gut. Haben wir das jetzt mal erledigt. Jetzt können wir hier zugreifen. Ich mache mal hier in einer Zeile auf First Name. Und Last Name. Und wir sehen, okay, First Name wird nicht gesetzt. Wo ist hier das Problem? Habe ich, noch ein Typ, Wahnsinn. Gut. Nochmal erstellen. Und jetzt passt's auch. Genau. Und um das Ganze jetzt mal wirklich binden zu können, bin ich noch so frei und erstelle ganz schnell eine Person-Klasse. Ich nenne es jetzt absichtlich anders, die Properties, damit ihr sehen könnt, okay, was kommt von der Klasse und was ist jetzt Binding. Gut, und im Main Window machen wir nun ein Objekt vom Typ Person. Nachname ist, sagen wir, Muster. Und der Vorname Max. So, und dann sage ich me.data-Context ist P. Jetzt haben wir unser Main Window an Person gebunden und können hier nun verwenden Binding Vorname. Und Binding Nachname. Wunderbar. Gut, und wenn wir das Ganze nun starten, müssten wir nun unseren Max Mustermann hier hereinbekommen. Wunderbar, und können den Editiermodus ein- und ausschalten. Und nun haben wir ein wirklich wiederverwendbares User Control mit Dependency Properties. Man könnte das nun jetzt ganz, ganz dynamisch gestalten und könnte nun auch die Beschriftung der Labels dynamisch machen. Auch wieder mit Dependency Properties. Und dann wäre es gar kein Edit Person Control, sondern ein Edit Control zum Beispiel. Also da könnte man vieles machen. Und so hat man wirklich wiederverwendbare User Controls. Und ich denke, das ist ganz gut als Beispiel, wie man Dependency Properties in User Controls verwenden kann. Und da haben sie wirklich einen tieferen Sinn auch. Man kann nämlich Dependency Properties, zum Beispiel Editiermodus etc. an alles binden. Man kann Dependency Properties für Animations verwenden etc. pp. Ja, gut. Nächsten Mal geht es dann um Markup-Erweiterungen. Auch ein interessantes und spannendes Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf YouTube oder in Support-Thread innerhalb des Tutorials. Verlinke ich immer den Support-Thread auch natürlich. Ne? Habt ihr immer hier unten dann den Link nach dem Video drinnen. Hier ist der Support-Thread. Ich freue mich natürlich über Likes, über Kommentare und über Abonnements von meinem YouTube-Kanal. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter eventuell auch. Und wenn euch was nicht gefällt, bitte schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich habe kein Problem damit. Wenn ihr etwas gern anders hättet, dass ich langsamer rede, schneller rede, anders rede, überhaupt kein Problem, schreibt es mir. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und probiert ein bisschen rum, versucht euch daran und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Markup-Erweiterungen. Was ist das? Wie wende ich es an?
Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.